glaube, da hinten können wir auch erstmal noch einiges machen hier. Guck mal. Wo ist denn hier der Eingang? Ah, hier ist ein Eingang, guck mal. Macht euch bereit, Jungs! Hey. Wo wollt ihr dann suchen? Habt ihr Jungs das auch gesehen? Ich hab ihn! Halt dich stark! Ja. Hä, warum rennst du denn nach oben? Ah. Ups. Hallo. Okay, hier war ganz viel Muni, krass. Haben wir hier noch jemanden? Draußen steht noch einer. Schwanzlutscher. Da kommt noch einer. Was bin ich? Telefon abgeschaltet. Finde ich ja nice. Ach nee, da hinten. Ah ja, warte mal. Ich mache erstmal das Geldversteck auf. Oh, da kommt tatsächlich noch einer. Scheiße. Wo ist der? Da ist er. Was ist denn scheiße, Mann? Ich will nicht sterben, sagt er, weißt du, und rennt aber mit der Knarre auf uns los. Alter. Hey, er ist hier. Und rennt aber mit der fetten Knarre auf uns los, weißt du? Will aber nicht sterben. Totes Arschloch auf 12 Uhr. Ja, ist gerade gestorben. Oh, warte. Ich zieh den Kopf ein. Munition ist alle. Nein, das ist doof. Das verflucht noch mal fertig. Kommt der lang hier. Ja. Haben wir hier noch einen? Zack. Da hätten wir noch eine dicke Geldkassette. Machen wir mal auf. Ich glaube, ey, wir könnten das sogar schon mit dieser Mission hier gerade sogar fast schon schaffen. Wobei, nee, warte mal, nee, das schaffen wir noch nicht. Das war es sogar fast schon. Aber hier haben wir noch einen Tausender. Dann haben wir da hinten noch jede Menge Kram. Da sind noch Gegenstände. Zack. Noch mal 3000. Draußen steht auch noch einer. Oben liegt auch noch jede Menge Geld. Alter, guck mal hier. Boah, wie viel Geld. Wenn wir jetzt sterben würden. Oh, das würde ich mir nie verzeihen, glaube ich. Die da draußen sind es erstmal wurscht. Was haben wir da hinten noch? Da liegt auch noch Geld. Oh Gott. Oh my god, it's so much money. Können wir die Alte gleich mal anrufen, dass sie vorbeikommt? Ja, ich bin weg. Oh mein Gott, Geld. Oh ja. Oh ja. Das ist genau mein Ding. Gibt hier oben noch was? Ah, da hinten ist noch so ein Ding, was wir kaputt machen können. Warte mal. Das machen wir mal eben noch. Putz! So, hier oben ist nichts mehr, ne? Nee. Ja. Na gut, viel müssen wir jetzt nicht mehr machen. Da haben wir noch einen Batzen Geld. Und da haben wir auch noch einen. So. Guck mal hier. Ne, viel ist es nicht mehr, was wir machen müssen. Ist auch noch Geld. Nice. Guck mal her da hinten, wie blöd der nicht ist. Wo haben sie denn unser Auto jetzt hingestellt? Da vorne steht's. Okay, was machen wir denn jetzt als nächstes noch? Wie gesagt, viel müssen wir nicht mehr machen. Gehen wir mal dahin. Artie's Hijacker sollen wir töten. Oder ich habe für den Typen da hinten noch eine Überraschung. Da kann man die Motorhaube von einem richtig geilen Auto klutschen, wenn er will. Bam! Okay, wir haben noch 5.350 Schaden. Ich glaube, das müssten wir. Schafft man das mit der Mission mit der einen? Ich weiß es nicht. Könnte eng werden. Maxi Nantor, ich bin gerade am Zocken, also am Aufnehmen. Ich werde jetzt leider nicht an der Party beiwohnen. Das tut mir sehr leid, Schützerei, das tut mir leid. Aber da steht keine Zeit für mich. Da habe ich überhaupt keine Zeit für. Oh, warte mal, es ist ja schon hier. Okay. So. Ah, oh, ihr kommt da ja vorbei, ne? Das schafft ihr schon. So, wen sollen wir töten? Ich glaube, ich möchte fast schon auf die andere Seite gehen, beziehungsweise hier hinten hin. So, dass wir den vielleicht direkt von hier
erledigen können. Ne, von hier aus geht das schon mal nicht. Aber vielleicht... Nee. Was liegt an? Warte mal. Na, geh mal gucken. Geh dir das mal angucken, Bruder. Leck mich. Warte mal. Es ist eine von diesen verfluchten Voodoo-Puppen, die da treiben. Naja, warte. Guckt euch noch mal ein bisschen genauer an. Siehst du? Ups. Warte. Hilfe! So. Ich liebe diese Voodoo-Puppen, ne? Ich hab das schon mal gesagt. Ich liebe die Dinger. Schön gut beim Vorbeifahren. Schön. Wenn man da mal eine gewisse Routine drin hat, kriegt man diese Mission eigentlich relativ schnell gewuppt. Auch wenn sie halt trotzdem irgendwo ein bisschen nervig sind, weil es ist halt echt immer das Gleiche. Aber das geht schon, das geht schon. Jetzt am Ende sind sie ja ein bisschen abwechslungsreicher geworden, ne? Sie sind ja ein echtes Ass. Danke, dass Sie meinen Truck zurückgeholt haben. Sagen Sie mal, könnten Sie ein Schießeisen gebrauchen? Nee, nicht nötig. Artie hat mich vor kurzem angerufen. Hat mich 20 Minuten lang angeschissen. Wollte mich unbedingt in Mama Rigettis Bäckerei treffen... Wo immer das sein mag. Keine Sorge, das finde ich schnell raus. Gut, dass Sie sich um ihn kümmern. Keiner erhebt die Stimme gegen Grand Perdue, Kamerad. Eine Frechheit. Ein Tipp gefällig? Fernhalten von der Mafia. Dann lebt man länger. Ich will dir nicht sagen, wie du... Also, was zu tun ist, aber wenn Artie in der Bäckerei ist, solltest du was gegen ihn unternehmen. Ach nee, echt? Soll ich das wirklich tun? Ich meine, ich könnte ihn auch herbringen, dann kannst du was gegen ihn unternehmen, wenn du willst. Ne? Okay. Warte, bevor wir irgendwas machen. Mutti? Ich könnte hier in Softdowns eine Lieferung gebrauchen. Ja. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Na, ich bin ganz ehrlich. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in Softdowns. Etwas Geduld, bin sofort da. Na, ganz ehrlich, die ganze Kohle will ich nicht mit mir rumschleppen dabei, jetzt. Okay. Bei der Mission. Wir hatten ja schon mal die eine oder andere Mission gehabt, wo wir auch gestorben sind. Ich meine, es gehört trotzdem immer noch zum Glück der Seltenheit an, aber... Man will es ja nicht herausfordern, das Glück, ne? So, die steckt irgendwie fest da hinten, oder was? Vorsicht, Pflaster! Ach, meine Fresse. Ich pass auf! Mensch, Mutti! Ich bestehe auf einer Entschuldigung! Ja, dann steh mal. Hier kriegst du meine Entschuldigung. Arschloch. Mitten auf der Kreuzung, einfach den Geld austauschen. Ich weiß. Easy Kugel. Ich hab ein großes Ei. Damit lebt es sich total frei. Mein Hoden ist 5 Meter groß. Doch den hol ich nur abends raus. Mein Hoden, das ist ein Riesenteil. Komm, lass mal. Das Lied hat schon zu viel, wurde schon zu viel verarscht. Konfrontiere Artie Higgins. Hey, waren wir doch schon mal. Ey, wollt die Botti nicht hier? Pass auf, wir machen aber die Telefonverwaltung. Na, einmal offline setzen. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Ich würde das gern für dich erledigen. Ich hätte gerne 4 Brötchen und eine Möse. Ah, du Wichser. Ist da Drogen leer? Wo ist denn der Drogenbrot? Roggenbrot. Ich liebe Roggenbrot. Okay. Wir können die ganzen da unten umgehen, indem wir einfach hochgehen. Ist das nicht der Hammer? Ey. Ist da Roggen leer? Nehme ich halt ein Blut. Du Misset. Oh, wieder runter scrollt. Ups. Kommt der hoch? Nee, kommt der nicht. Finde ich gut. Dumm. Hä?
Ist das schon der? Nee. Warte mal, ihr wisst ja, was jetzt kommt, ne? Scheiße. Ich seh mal lieber nach. Jesus am Neonkreuz. Ich hab keinen Schimmer, wo der Kreis herkommt. Doch auch gehört, oder? Abi, da lang! Oh, jetzt wird's aggro. Ich verpiss mich! Warte mal. Stirb endlich, Arschloch! Scheiße, Granate! Ups. Nicht so. Okay. Ich hab die da unten, halten erstmal die Füße still. Na komm, zeig dich. Kommt da einer hoch? Munition ist alle. Okay, kommt da einer hoch, warte mal. Aber ihr geht mir echt auf den Sack da vorne, ne? Ihr Muschis, oh! Also tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht direkt treffen. Ich hätte gerne deinen Wachpostenkumpel noch mitgenommen. Der sich ja hier so mega im Porten findet. Ich hab! Das ist gar nichts. Einsteige. Siehst du, was du hast, ist Schiss in der Hose, mein Freund. Zwei Scheine für den Mann, der diesen Penner kalt macht. Zwei Scheine bin ich dir nur wert. Okay. Scheiße, ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich schieße ihm das Schwarz aus der Fresse. Nein. Ich kümmere mich. Der Wichser hat mich erwischt. Kann doch nicht sein. Jetzt haben wir ihn. Machen alles! Ich wusste es. Ich wusste es. Aber ich glaub's nicht. Vielleicht hilft das ja. Der letzte Rest. Vom Schützenfest. So, wen gehen wir denn in den letzten Bezirk hier? Nochmal Vito, wobei kontrollierte Bezirke. Soll man nochmal Vito geben? Hier, komm, gib mal Vito. Vito, komm ran hier. Kannst du ein paar Männer nach Southdowns schicken, dass wir die Kontrolle nicht verlieren? Ich sehe, du weißt, dass meine Jungs diesen Bezirk am Laufen halten können. Denk daran, falls es dir einfällt, ihn an einen anderen abzutreten. Er denkt sich jetzt bestimmt auch, was ist denn hier los? Und nachdem der letzte Capo durch Mr. Clay beseitigt worden war, hat er Sal Mercano ins Visier genommen. Hören Sie, das habe ich doch schon erklärt. Es lief ganz genauso wie in Vietnam. Wenn Sie dem verantwortlichen Idioten an den Kragen wollen, greifen Sie erst seine Männer und die Infrastruktur an, nehmen ihnen die Fähigkeit zurückzuschlagen. Und bevor die was checken, stehen sie dann da, ganz allein. Hilflos wie kleine Kinder. Oh yeah. Story-Auftrag freigeschaltet, rette Alvarez. Hey, Lincoln, okay. Checkst du den Laden? Halt's Maul. Oh, hier steht, hier ist eine Notiz. Kaum jemand, achso, warte, sehr geehrte Blödmänner. Kaum jemand weiß ja, dass wir tiefer in der Scheiße stecken als eure Schwänze am Zahltag, wenn wir Fahrer verlieren, denen wir vertrauen können. Ich bezahle euch dafür, dass ihr die Fahrer bezahlt. Vielleicht notfalls auch ein wenig aufmischt, aber ich bezahle euch nicht dafür, dass ihr sie ins Krankenhaus schickt. Wenn ihr das nochmal macht, lege ich euch gleich in das Bett daneben. Arti. Gutes Geschäft laufen, aber wir arbeiten daran, das weit zu übertreffen. Oh, wir haben nochmal 11.000 bekommen, sehe ich gerade. My Lord, we have so much money. Wir haben so viel Geld, dass man glatt meinen könnte, Lincoln Clay wäre YouTuber. Lincoln LP. Hey, Lincoln, checkst du den Laden? Hey, was geht ab, Opa? Wir haben ein gutes Geschäft laufen, aber wir arbeiten daran, das weit zu übertreffen. Hey, hast du gerade treffen gesagt? Ja, sehe ich genauso. Gute Deckung, mein Freund, gute Deckung. So will ich das sehen. Okay, wo ist mein Auto? Brauche ein neues. Ich brauche einen neuen Schlitten in Southdowns. Irgendwas Schnelles. Ei. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in Southdowns. Etwas Geduld. Sofort da.
Komm mal rum hier. So, das ist schon mal mein Auto. Und wo ist die Mutti mit dem Geld? Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll. Jupp. Ich weiß das zu schätzen. Tschüss. So. Okay, dann fahren wir mal zu Donovan. Der hat weitere Informationen, beziehungsweise es gibt die Mission, dass wir Alvarez retten sollen. Was hat der Alvarez denn schon wieder verbockt? Die alte Kackwurst. Hat er sich wieder in die Scheiße geritten? Was für ein Pimp. Mensch, Alvarez, du Followerst. Oder nerv ich das nicht? Oh, scheiß auf rote Ampeln. Rote Ampeln sind da, um sie zu überfahren. Was? Okay, da wurde es ein Kopf. Vorsicht. Und jetzt aber auf my way. Yeah! Wir sind bei 130, Alter. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Frontalcrash haben, sind wir tot. Wow, Alter. Ach, der ist wieder in seinem guten alten Motel. Was? Big Block. Was heißt das? 20 Sekunden lang mit 120 oder schneller gefahren. Boah, nice. Alter, wir sind ja voll der Achievement-Jäger hier. Nice. So. Mensch, Donovan, bist du doch wieder in der alten Klitsche hier. Was ist mit deinem Wagen passiert? Hast du ihn gefickt oder was? Och, nö. Was ist los? Willst du dich auch mal in Badehose am Strand trauen? Ich muss Übungen machen. Dreimal die Woche. Stärkt das Herz. Das Blut an deinem Hemd. Oh. Ah. Hab mich beim Rasieren geschnitten. Pass auf, hör dir das mal an. Alvarez ist aufgetaucht. Diesen Anruf konnte ich neulich abfangen. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Kannst du das übersetzen? Würde sagen, du hast Alvarez eine scheiß Angst angejagt. Jetzt will er wieder zurück nach Kuba. Und sein lieber Onkel Zaraga soll kommen und ihn rausholen. Und was sagt Zaraga dazu? Am Südende des Bayous ist ein Leuchtturm. Da soll Alvarez hinfahren. Er lässt ihn mit einem Boot abholen. Würde sagen, das ist gelogen. Zaraga war mein Bulle in Havanna, als Batista noch an der Regierung war. Er stellte den Wachdienst für Sal's Casinos. Diese zwei Burschen kennen sich schon ewig. Nach dem Gespräch hat Zaraga Sal angerufen und ihm gesteckt, wo er seinen Neffen findet. Das heißt, ich muss da früher ankommen als Marcanos Männer. Sal wird kurz einen Prozess mit Alvarez machen, also sei besser auf alles vorbereitet. Rette Alvarez. Okay. Na, dann machen wir das nochmal. Begib dich zum Leuchtturm. Vielleicht kommt ja Marcano auch selbst und wir können ihn direkt abknallen. Boah, 3000 Meter, ey. Boah. Also einmal von A nach B, oder was? Ja, dann mal auf. Nicht lang schnecken, Kopf in den Nacken und auf geht's. Kennt ihr mal King of the Road, Alter? Das habe ich früher so gerne gespielt. Ich habe so lange, ich hab so lange gedauert, bis ich das endlich hatte. Da sind wir bei einem Ausverkauf. Und dann habe ich das endlich gekauft. Damals, das war ein halbes Jahr, nachdem es rausgekommen ist. Ich habe das Spiel so geliebt. Das ist so ein geiles Spiel gewesen. Hey, wir sind fast da. Hält Tobi eigentlich gleich die Fresse, wa? So, Kollege, mach mal Platz da. Ich muss aber eben durch. Oh, es speichert schon, was heißt das? Nein! Vorsicht, Vorsicht! Ja, Entschuldigung. Ja, ruf doch die Bullen, ist mir doch egal. Mein Gott.
lassen. Ach, wenn man nur weiß. Ja. Wow, toll. Ja, wir haben ihn gefunden. Er ist gegen eine Mauer gefahren. Gegen den Stopfen da unten dabei. Schöne Scheiße, ey. Oh, hier waren wir aber noch nicht, oder? Ich weiß es. Nee, hier waren wir. Ja, schon mal, hier waren wir noch gar nicht. Krass. Geh doch mal weg. Wo ist der Leuchtturm? Ah, da drüben, alles klar. Aber ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Ja. Nein. Au! Schön hier unten, das ist, wenn sie, wenn es mal hell wäre, wäre es hier bestimmt noch schöner. So, wir müssen aber, glaube ich, gleich nochmal. Ah, wobei, nee. Passt schon. Wir müssen gerade mal heilen eben. Dann reicht es mal. Ja. Nice. Suche abbrechen und Streifdienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Ja, was ist denn jetzt? Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifdienst wieder aufnehmen. Was war denn das gerade? Was war da gerade los? Feindliche Zone, Leuchtturm. Okay, feindlich heißt, sie schießen auf alles, was sich bewegt, wahrscheinlich, ne? Alles klar. Da hinten ist Alvarez. Und da unten haben wir einen Gegner. Ist das nur einer? Nope. Das macht nichts. Was? Ups. Schlangen! Was in wegen einer kleinen Mokassin-Schlange in die Hose, Junge? Die schlängeln und kriechen schon nicht an dir hoch. Halt einfach die Augen offen, falls dieser Alvarez in diese Richtung abhauen will. Okay. Ich bin sicher, dass ich etwas gehört habe. Ja? Geh mal nachgucken. So, super. Okay, da oben sind noch zwei Stück. Da hinten ist noch einer. Hast du irgendwas davon verstanden? Okay, warte. Scheiße. Ich sollte lieber rausfinden, wo der Max-Qualm herkommt. Haben wir noch einen Molly? Ja, haben wir. Malakar! Ich bin im Wagen! Muss was von meiner Kohle loswerden! Etwas Geduld, bin sofort da! Molotov, bewegt euch! Nein! Boah, du Drecksau. Boah. Wo ist er? Da. Zu spät, um ab. Was? Batz. Boah. Come mierda! Hace todo para la pinga! Ach du Scheiße, sprichst du unsere Sprache? Sie? Die Kerle vom Haus sind tot. Ich will nur mit dir reden. Ich schieb dir jetzt meine Waffe rüber, okay? Mira, wenn du mich reinlegen willst, dann leg ich dich um. Kann ich mitarbeiten. Du bist doch der, der mich töten will. Ich wollte dich nicht töten. Ich habe versucht, dich zu finden. Dein Onkel hat dich verraten. Er will dich nicht raushauen. Du lügst. Ich habe ihn gesprochen und er schickt mir ein Boot. Glaubst du, diese ganzen Ithaka waren zufällig da, als du hier aufgekreuzt bist? Saraga hat Sel Makano gesteckt, wo er dich findet. Ich muss telefonieren. Scheiße, Mann. Wen willst du denn anrufen? Makano wollte dich nie wieder aus der Stadt lassen. Der Typ nutzt dich aus und wenn er hat, was er will, bringt er dich um. Deine einzige Chance, hier heil rauszukommen, bin ich. Was willst du von mir? Sag mir, wo Makano seine Fälscherwerkstatt hat, dann sind wir quitt. Es ist alles in einem Boxclub, der Tori Makano gehört, aber das läuft alles schon. Siehst du, das reicht schon.
Na komm. Du musst schleunigst hier raus. Wo bringst du mich hin? Ich kenne jemanden, der dich aus der Stadt bringen kann, damit Makano dich nicht findet. Mierda. Wenn du am Leben bleiben willst, bleib dicht bei mir. Verstanden? Oh, fuck. Ich kann fahren. Nein, wir nehmen mein Auto. Wenn er dich hier rausbringt, gerne. Aber halt den Kopf unten.